So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Work and Resources. Wir sind wieder in unserer Stadt. Letzte Chance zum Kauf, irgendein Bus. Eben schon die Metro Chicago. Ich habe die Zeit ein bisschen laufen lassen. Hier entstehen die weiteren Schienen gerade. Das ist sehr, sehr schön. Die Züge kappeln sich hier manchmal ein bisschen, aber okay. Auch in die Richtung geht es weiter. Das gefällt mir. Wobei wir das hier gar nicht weiter geplant haben. Bis zu der Stelle, da würde ich mal sagen, Pause. Also bis hierhin wollen wir auf jeden Fall mit Schienen erstmal. Aber was gebaut werden kann, sind auf jeden Fall die hier. Ist die Frage, ob dieses kurze Ding reicht oder ob wir das noch einen Ticken länger machen. Ich glaube, ich habe es nur nicht so lang gemacht, weil da der Fußweg ist. Den ich dann lieber aber ja natürlich nicht als Fußweg, sondern vielleicht eher unterirdisch ransetzen würde. So, und hier können wir doch wunderbar so irgendwie ran. Das ist ein bisschen länger, nicht wahr? Ist das hier verbunden? Das sieht nicht verbunden aus. Jetzt sieht es verbunden aus. Okay, und dann gehen wir mal hier auf Bauen und Baustart. Baustart, 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 Baustart. Ja, ich glaube, das sind erstmal die Sachen, die gebaut werden sollen. Das dauert lang genug, denke ich, bis sie das hinbekommen haben. Und jetzt müssen wir den Treibstoff so ein bisschen planen. Wir haben hier ja irgendwo Leute, die rumfahren. Zum Beispiel hierhin. Was steuert ihr alles an? Ah, guck mal, das sind noch ganz alte Fahrzeuge. Ich würde die fast... Am liebsten würde ich die in die Verschrottung geben. Wir können die natürlich auch modernisieren lassen. Aber ganz ehrlich. Weg mit euch beiden. Die Route wird komplett neu geplant. Die haben natürlich jetzt noch ihren Treibstoff dabei, nicht? Dann sagen wir der Route, ihr holt keinen Treibstoff mehr. Dann lassen wir die erstmal fahren und wir holen neue Fahrzeuge. Ich würde sagen, weniger Fahrzeuge in der Stadt sind wichtiger und sie sollten nicht so lang sein. Dieser ganz kleine gefällt mir immer sehr gut, aber hat natürlich nur 5 Tonnen, nicht wahr? Der hat wie viel Meter? 6. 7 ist jetzt auch nicht viel mehr. Der hat auch 6, angeblich. Ich kann das nicht glauben, dass der hier 6 haben soll. Ich kaufe den mal. Ich will es jetzt wissen. Neun Meter. Hey, jetzt steht 12 Meter da. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, was passiert. Nee. Anscheinend beim Laden oder beim Sortieren, wenn das nicht zugeordnet ist, eine falsche Zahl zu sein. Okay, 12 Meter. Naja, gut. Passt auch eher. 9, 8, 11, 7, 7. Der wäre ja der Ersatz für den hier. Weil der wird auch nur, der bis 83, der bis 85 hätte fast 9 Tonnen. Der hat auch 8 Meter, aber 7 nicht mehr. Okay, also 7 wäre oder 9. Der wäre eigentlich hier das Nonplusultra, nicht? Oh, wir holen mal 4. 2 für die Tankstellen. Und der Rest für den Rest. Bei den Tankstellen können wir eh gucken, was fährt da überhaupt. Tankstelle. Ich glaube, da sind schon die unterwegs. Kann das sein? Ja, shit. Die steuern die 4 Tankstellen an.
Und die im Kittchenhain. Okay. Die gehen aber nicht mehr zum Zollhaus, sondern. Das ist wieder die Frage, wo ist hier Beladen? Ich glaube, hier war Reinpumpen, nicht? Also hier. Beladen, warten bis voll. Zack, und dafür das weg. Zock. Und jetzt ist die Frage, ist der Weg noch sinnvoll? Also die fahren hier hin und dann sollten sie zuerst zur dritten. So. Das ist also die zweite. Dann sollten sie. Oder wir machen es anders. Alle nochmal weg. Die fahren hier rauf. Fahren ab. Tankstelle 1. Tankstelle 2. Tankstelle 3. Tankstelle 4. Tankstelle 5. Warum fahren die so rum und nicht so rum? Ist wahrscheinlich länger der Weg, aber die sollen hier drüber fahren. Deswegen, damit der Verkehr nämlich nicht durch die Stadt geleitet wird. Und jetzt kommt nämlich die coole Sache, was man in dem Spiel machen kann. Diese Autobahnschilder. Gut, hier geht's noch nicht. So. Dann sieht das auch mehr nach Autobahn aus. Und dann kann man nämlich später sagen, zum Beispiel, wenn die hier über die Straße fahren sollen, sollen sie zum Beispiel eher darüber oder darüber. Man kann das also als Wegpunkt benutzen. Und wir wollen jetzt, dass die über diesen Wegpunkt fahren, aber nicht an der Stelle, sondern nach dem Ding dahin. So, dann fahren die nämlich da ab, über dem Wegpunkt, kommen hier raus, fahren dahin und dann fahren sie durch die Stadt. Aber die Seite ist okay, wenn sie die nutzen. Wir haben halt keine Nord-Süd-Autobahn in der Stadt. Weiß nicht, ob das so sinnvoll gewesen wäre, aber habe ich gar nicht dran gedacht, dass man auch die Autobahn in einer Stadt hätte haben können. Man müsste dann, gut, wenn ich das hier wegreiße, hier könnte man Autobahnausfahrt machen. Aber dann hätte das ein Autobahnkreuz werden müssen. Das hier. Ja, hätte man planen können, dass man so eine Versorgungsstraße hat, die halt nur vom Versorgungswegen erreichbar ist. Aber die fahren hier hin, dann fahren sie eh raus. Jetzt ist nämlich das Problem, die müssen dann wieder zurück und durch die Stadt. Ah, und da müssen sie da unten lang. Das ist natürlich schlecht. Für den Fünfer könnten wir auch ein extra Fahrzeug fahren lassen. Wir müssen hier nämlich in die Stadt raus, raus und rein. Ich glaube, das ist besser. Das gefällt mir mehr. Entladen. 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 Nicht beladen. Entladen. Ah, 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. Theoretisch hätten wir bei denen noch eine Tankstelle frei. Machen wir bei den beiden einfach ein bisschen mehr. Und dann fahren die schon mal so rum. Sehr gut. Und die ersten Fahrzeuge kommen an, fahren noch zum Tanken. Du belädst dich hier. Und du fährst hierhin aktuell noch. Warten bis leer. So, wie fährt er? Er fährt über die Autobahn ein großes Stück und muss dann durch die Stadt, weil wir noch keine Auffahrt hier haben. Das ist auch richtig. Die kriegt er später. Da muss er also erstmal durch. Das ist okay. Können wir starten lassen. Das ist ja, dass die Züge hier laden könnten.
Okay. Haben wir das auch. Dann. Die Route, die hier hinten das Ding noch ansteuert. Wer seid ihr denn? Du bist ein Einzelner. Du kriegst einen zweiten. Und du fährst noch die Werkstatt an. Ah, okay. Ist natürlich auch ein krasser Weg, weil er auch da durch die Stadt muss. Okay, ich sehe schon. Dann kriegt der nämlich die Werkstatt runter. Der fährt zur Kiesgrube. So. Also, er belädt sich hier. Fährt dann hier drüber zur Kiesgrube. Ist die Tankstelle davor? Nee. Zur Kiesgrube. Dann zur Tankstelle. Ah, hier sind ja auch welche. Die können wir gleich mitmachen, oder? Das Ding hier. Dann legen wir die zusammen. Und hier ja auch. Eins. Ja, dann ist die Seite komplett über einem geregelt. Und dann sollen die über dem Weg zurück. Dann ist es schön lokal. Gefällt mir. Okay, wir machen die erstmal fertig, die Route. Beladen, warten bis voll. Entladen, 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 entladen. Okay. Die Kiesgrube, die braucht nur 10%. Da müssen wir nicht so viel machen. Die kann runtergedingelt werden. Die Tankstelle kriegt 30. Der Hubschrauberlandeplatz kriegt 30. Und du kriegst auch 30. 30, 60, 90, 100. Und ich glaube, dann haben wir hier alle, die was bräuchten, erwischt. Und wo sind die Fahrzeuge, die hier hinfahren? Zweimal. Achso, das eine ist unser und das andere sind die beiden. Wo fahrt ihr hin? Ihr fahrt schon da hinten. Und fahrt dann nur die beiden Sachen an. Okay, wo bist du? Wo ist er? Ich sehe nicht. Da ist er. Du kriegst diese neue Route. Und wo bist du? Du bist davor. Du kriegst diese neue Route. Dann haben wir auf der Route drei Fahrzeuge. Ich würde noch ein viertes sicherheitshalber mit dazu nehmen. Und dann ist die Seite extra geabfrühstückt. Finde ich gut. So, jetzt hat die Werkstatt das nicht mehr. Das heißt, die, die jetzt die Tankstellen anfahren, obwohl. Nee, ich weiß, wie wir das machen. Okay, die, die Tankstellen anfahren, die sollen auch nur die Tankstellen anfahren. Das ist wichtig. Aber wir haben ja welche, die das hier ansteuern. Die habe ich hier ganz vergessen. Das ist einer. Oh. Okay, aber das passt. Und dann kriegt der nämlich noch die Tankstelle dazu. So, der holt sein Zeug auch hier. Warten bis voll mit dem Zeug. Dann danach fährt der wo lang? Achso, weil er noch da oben drüber fährt. Okay. Hier kommt er an, dann fährt er hier hin. Dann fährt er zur 2. Okay. Können wir sogar so lassen. Dann fährt er hier hin. Der hat nicht ganz so viel zu tun, nicht? 10, 20, 30, 40 ist okay. 50, 60, 70, 80, 90, 100 und zurück. Und darauf.
Finde ich gut, passt. Aber wir sagen, die Garage kriegt trotzdem 20. Und ich glaube, das Abrissbüro kriegt 10, weil das nicht so oft ausrücken muss. Und weil wir ein Fahrzeug aber mehr da drin haben, packen wir auch eins mehr auf diese Linie rauf. Zingi Zongi, fahren da 2. Okay. Jetzt haben wir schon einen Großteil der Fahrzeuge weg. So, die beiden, die irgendwie das hier hinten angesteuert haben. Wo sind denn die jetzt? Ich habe irgendwo Fahrzeuge gehabt, die irgendwas angesteuert haben. Oh oh, was haben die nochmal angesteuert? Nee. Tankstelle? Nee. Die Krankenhäuser und sowas, nicht? Ja, die hier. So, immer noch nicht leer. Ah, shit. Ja, weil das halt kaum verbraucht wird. Die müssen auch einmal quer durch die Stadt fahren. Das hilft auch alles nicht. Aber man sieht, die verbrauchen halt auch gar nichts. Okay. Wo hat er das jetzt hinzugefügt? Ganz unten. Änderung verwerfen. Nee. Ich finde es blöd, dass ich nichts an erster Stelle hinzufügen kann. Das wäre irgendwie noch richtig geil. Beladen, Flüssiggut. So, wo ist jetzt das Krankenhaus? Das da. Okay, es könnte sogar Sinn machen. Die kommen da raus. Aus dem Flüssiggut und fahren dann zu diesem Krankenhaus. Dann fahren sie zur Feuerwache. Dann fahren sie zur kleinen Polizei. Dann fahren sie zur großen Polizei. Dann fahren sie zur kleinen Klinik. Dann fahren sie zum Hospital. Dann zur Forklift-Garage. So, unterwegs müssen sie noch zu dieser Polizeistation. 5, 6, 7, 8. Jetzt ist die Frage. 7 Polizei und zurück. Andererseits, hier ist eine Autobahnauffahrt. Das heißt, sie könnten hier hin, dann hier rauffahren und nach da fahren. Das ist gut. Das heißt, nach der 7 kriegen sie das hier mit rein. Achso, und das Krankenhaus. Gut. Okay, vielleicht brauchen wir hier doch 2. Ich meine, die verbrauchen aber echt nichts, nicht? Das wäre dumm, wenn wir die nicht fahren lassen würden. Okay, dann kriegen die alle 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So, da haben wir alle Gebäude, glaube ich, abgedeckt, die Treibstoff extra kriegen, nicht? Polizei, Feuerwehr. Hier kommt vielleicht noch eine Feuerwehr, die könnten wir also auch noch mit anschließen. So, vom Fahrtweg, danach Flüssiggut. Wollen wir, dass ihr über diesen Weg fahrt? Das wäre die Änderung. Das heißt, die fahren hier hin, beliefern das und fahren dann zurück. Es wäre sogar sinnvoller, wenn wir erst das Krankenhaus beliefern lassen würden. Und dann die Polizei. Entladen, nicht beladen. Dann fahren die nämlich hier hin, da rein und dann darauf direkt. Könnte, glaube ich, besser sein vom Fahrtweg. Ah ja, die Straßenladestationen versorgen die auch noch. Hier hinten haben wir ja zum Glück keine. Und hier hinten auch nicht. Hätte ich
Ah doch, hier haben wir eine Straße. Hier haben wir es ohne Dings gelöst, ja. Warum haben wir es hier nicht gemacht? Weil ich ein Zentrallager in der Mitte haben wollte, nicht wahr? Hm, okay, macht Sinn. Das Einzige, die Stelle hier ist ein bisschen blöd, dass sie da drüber fahren müssen. Wir hätten eine zweispurige Straße in der Stadt gebraucht, glaube ich. Nicht eine Autobahn, sondern einfach... Finde ich blöd, dass es nicht so dicke Straßen gibt. Das wäre richtig cool. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Vielleicht gibt es ja einen Straßen-DLC. Würde ich sofort kaufen. Und hier, eventuell kriegen die ja auch einen Anschluss direkt hier dran. Dann müssten wir gucken, wie wir das machen. Aber ich glaube, auf lange Sicht müssen wir das eh aufteilen. Jetzt muss ich noch einen dritten dazugeben. Okay. Aber ich glaube, jetzt haben wir nur noch die übrig, die hier hinfahren. Wie fahrt ihr denn jetzt? Oh, ihr ladet auch alle Baudinger. Die nicht. Nur die. Die 12 Dinger macht ihr. Okay, also die fahren hier raus. Und das würde jetzt wegfallen, das Zollhaus, nicht? Die würden auch hier hinfahren. Beladen, Treibstoff. Der halt löschen. Das heißt, die würden hier hinfahren. Und jetzt, da ist das Blöde. Jetzt würden die hier durch die Stadt fahren. Das wollen wir nicht. Dann müssen wir denen hier auch die Autobahnschilder geben. Die fahren also hier los. Fahren anscheinend nach hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fahren dann in die Stadt, weil sie hier nicht rüberkommen. Okay, das ist das Problem. Die kommen hier nicht rüber. Weil wir das nicht wollten, absichtlich. Man könnte von der Autobahn eine Abfahrt hier rüber machen. An die Stelle ran. Dass wir hier so rüber hin und her gehen. Dann wäre das lang genug vom Abstand her. Und wir müssten das lang genug ziehen, dass das auch noch ran kann. Und wir wollten die Autobahnauf- und Abfahrten auch noch machen. Okay, aktuell müssen sie durch die Stadt. Ist halt so. Und das ist nur einer. Das ist ein bisschen sehr wenig. Du kriegst noch dein Buddy Nummer 2 mit auf der Linie. Fühle ich mich einfach ein bisschen sicherer mit. Und damit sind, glaube ich, alle bis auf die Dinger hier angebunden. Bei denen habe ich das gemacht, weil die Hubschrauber mit versorgen. Und ich glaube, ihr hattet schon... Nee, ihr seid noch am Zollhaus. Dann kriegt ihr das noch. Beladen. Zingi Zongi. 100%. Zollhaus. Bongsi Wexi. Die fahren hier hin, fahren da hin. Die fahren hier hin. Ja, da brauche ich eigentlich nicht die drei, nicht wahr? Okay, aber damit sparen wir uns nochmal um die 250.000 im Monat jetzt. Wir gucken mal, wer ist noch mit dir verbunden? Viele Sachen, aber kein Treibstoff. Das ist sehr, sehr wichtig. Und hier dürfte es eh nicht sein. Doch, der hier. Wo kommst du her? Und wo wollt ihr hin? Achso, das ist der Export. Das erlaubt. Okay. Sehr schön. War wichtig. Boah, man sieht richtig bei Nacht, wie die kleinen Autos hin und her fahren. Ganz wunderbar.
Tagsüber sieht man es auch, aber nachts sieht man es besser mit den Lichtern. Ja, wichtiger Umbau gewesen. Hier, guck mal, wie weit sind die hier gekommen? Ah, die sind beim Tunnel erst. Genau. Ja, jetzt wäre so die Sache Autobahn Auf- und Abfahrten. Dass wir die bauen. Dass das nicht mehr hier eine Direktauffahrt ist. Aber das können wir auch später machen, oder? Noch ist es, glaube ich, kein kritisches Problem. Wir haben das sauber genug getrennt. Die Industrie müssen später nur über den Weg rausgehen. Da müssen wir aufpassen. Die über den. Beziehungsweise soll hier Korn drüber raus. Aber ich glaube, das Kornzeug brauchen wir gar nicht darüber großartig rein- oder rausliefern, oder? Nee, denke ich nicht. Wir machen das alles mit Zügen dann in Zukunft. Oh, eine Straßenwalze. Fein, fein, fein. Können wir die irgendwo noch kaufen? Ja, wir hatten bei den Bussen ein bisschen frei. Ah, ich weiß, wo wir sie kaufen könnten. Einmal hier. Gucken wir mal. Die hat Stufe 27. Ja, zumindest eine kommt. Ja, das passt, glaube ich, schon so. Okay. Sehr gut. Linien de Dovo ist das hier. Und das Potharz. Ich mag es, dass hier so Bezirke von alleine entstehen. Man kann die übrigens auch selber benennen. Kardabak. Karadabak. Dann Bauernhöfe, oder? Ich weiß nicht, ob die Straße überhaupt noch genutzt wird. Ja, wird sie. Um das zu beantworten. Wie oft? Nur der eine. Wo fährst du denn hin? Du verkaufst Öl und fährst hier lang? Warte mal. Hä? Okay, wo fährst du hin? Zur Tankstelle. Warum fährst du nicht zu dieser Tankstelle? Er ist von hier reingefahren, nur zum Tanken? Das ist doch nicht was, okay. Hä? Also wenn er sich hier entscheidet, er fährt zur nächsten Tankstelle, wäre es immer noch die gewesen. Wird die hier überhaupt genutzt? Funktioniert die? Ja. Hä? Okay, sehr merkwürdiger Take von ihm. Was machst du? Du Bauamt. Warum? Ach so, ihr renoviert irgendwas. Alles klar. Was machst du? Bitumen. Hä? Das ist doch das gleiche Ding. Der soll doch auch nur nach da oben fahren. Wieso fahren die hier durch? Und er schon wieder? Hä? Nee, nee, nee. Also jetzt warte mal. Das sind die falschen Autos, die hier drüber fahren. Ihr sollt hier garantiert nicht langfahren. Ihr habt verspielt. So. Tschüss. Die Straße kommt nämlich jetzt weg. Jetzt fahr schneller. Du kannst doch da tanken fahren. Fährt ihr jetzt außenrum zum Tanken? Wo willst du hin? Tanken. Warum willst du zu dieser Tankstelle?
Es macht doch gar keinen Sinn. Warum kannst du die da nicht ansteuern? Es macht doch gar keinen Sinn. Er fährt doch da eh vorbei. Okay. Das hier, weil wir die Auffahrt anders machen wollten, ne? Aber komm, bis wir das machen, bauen wir die mal. Dann soll er halt über die Straße fahren. Ist mir recht. Forschung ist abgeschlossen. Ich glaube, damit ist die letzte Forschung... Gut. Spezialcontainer wollen wir noch nicht. Weil wir das gar nicht abholen könnten. Nicht wahr? Hier hätte man dann die verschiedenen Müllformen und dann könnte man die entsprechend recyceln. Keine Schule hier. Ja. Achso, ich glaube, hier fährt kein Bus hin, nicht? Okay. Wir haben ja einen, diesen riesigen Stadtbus. Der fährt das hier an. Einer fährt das hier an. Ey. Na. Linie bewegen. Zack. So. Die fahren das hier an. Dieses Viertel. Das hier könnte zum Beispiel theoretisch rausfallen. Und dann von einem Bus, der hier rumfährt, genutzt werden. Aber ich glaube, auch hier fährt einer. Genau. Ihr fahrt darum. Vielleicht fahren die nicht mehr mit dahin. Also, dass wir die so ein bisschen überlagern hinkriegen. Wo fahrt ihr? Sag ich, einen habe ich zugemacht. Das sind die und das sind die. Ich brauche aber noch welche, die hier fahren. Der da zum Beispiel. Hä, kann ich nur zwei Linien aufhaben oder was? Ah ne, der ist... Ja, ich wollte ja auch den da, nicht den anderen. Hä, das ist die. Aber warum wird der nicht... Ach, und das sind die. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Okay, die sind beide auf der Linie. Ach, habe ich nur die beiden? Warte mal, Linienübersicht. So langsam ist mir das aus den Händen geglitten. Ja, das hilft mir hier wenig, nicht? Alles anzeigen. Nee, Passagiere. Linie, Haltestelle. Hier müsste man halt den Typen direkt erkennen können. Das wäre richtig cool, nicht? Weil die holen zum Beispiel ja nur Arbeiter ab. Die interessieren mich ja gerade nicht. Okay, wir gucken mal nach Fahrzeugliste, glaube ich. Liste. Wirtschaft, Tanne, Liste, hier. Und wir suchen auf der gesamten Karte LZ irgendwas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, okay, wir haben nur die. Das heißt, nur die fahren, die beiden Routen. Ja, dann könnten wir eine Route machen, die den hier mit ansteuert. Die 3 und 4 ansteuert. Und dem Hauptbahnhof und 1. Mal gucken, ob wir noch die gelben Busse holen können. Sonst holen wir andere. Vielleicht gibt es ja schon neuere Busse. Ne, die gibt es noch. 83 finde ich okay. Es gibt den hier. Der kann mehr. Und könnte auch schneller fahren, theoretisch. Der hier nicht.
Ein Gelenkbus will ich auch nicht. Wie lang ist der? 11 Meter, der auch. Dann holen wir davon 4 jetzt. Und dann kriegen die ihre eigene Route. Dann haben wir die Stadt aber so weit durch, denke ich. Stau. Wo könnt ihr nicht hinfahren? Ihr könnt die gesamte Karte anfahren. Was könnt ihr nicht anfahren? Das Ding. Ah. Ja, okay. Dann ist das gerade so. Zum Glück ist das hier kein kritisches Ding, nicht? Hier wird nur exportiert, nicht importiert. Ja, da müssen wir halt warten. Ist auch mal okay. Und von wo kommen denn diese Scheiß-Dinger hier angefahren teilweise? Also ich weiß nicht, warum sie diese Tankstelle immer noch als erstes anfahren. Und die Tankstelle läuft hier leer. Das gefällt mir ja gar nicht. Warum? Kommen die vielleicht immer leer an? Das wäre natürlich schlecht, wenn die der letzten leer ankommen. Wobei die ja 30% kriegen sollte. So, wie viel hast du jetzt noch drin? 4 Tonnen. Okay, wir machen einfach so. Die kriegt 40 dann. Ja, okay, es sind zu wenig Autos. Dann kriegen wir da einfach noch 2 Öltanks mehr. Dann haben wir da eine höhere Frequenz drin. Wäre irgendwie cool, wenn ihr die jetzt mal fertig kriegt. Danke. Dann fahren die nämlich alle auch wieder. Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Ja, ja. Stau. Feuer! Wir hatten ein Feuer. Oha. Aber es wurde gelöscht. Sehr gut. Gebäude wird dadurch jetzt saniert. Das ist auch fein. Und jetzt Tankstellen. Du belieferst die, ne? Ja. Sehr gut. Dann kommen dann noch dazu. Beladen. Ich mache hier warten bis voll raus. Dann kann ich nämlich den Linienabstand aktivieren. Und habe ich nicht 4 Busse gekauft? Okay. Dachte, aber egal. So, wir steuern das an mit ihm. Das an mit ihm. Das an mit ihm. Ich weiß gar nicht, wollen wir darüber mit dahin? Erstmal ja. Und dann dahin. So. Dann fährt er da wieder raus. Und fährt dorthin. Genau. Finde ich okay. Wir wollen alles außer Arbeiter einsteigen lassen in dieser Route. Vielleicht muss ich mir die mal mit einer Benennung überlegen, dass wir die so wie bei... wie hieß das Spiel? Transport Fever, da hatten wir so eine Benennungslogik. Mit P irgendwas für Passagiere etc. Pipapo. So, und das sind Schaft B13. Habe ich wirklich nur 3 Schaft B13 geholt? Schaft B13. 1, 2, 3. Ja, habe ich nur 3 geholt. Schaft B14 habe ich mehr. Ah, Schaft B14 ist Gelenkbus. Ja, das wäre zu viel. Hallo, Starkwood. Spielst du mit Bürger schwer? Nee, schwer nicht. Mittel sind die Bürger. Aber alles andere ist an, außer Wetter, weil Wetter auf Asien auch gar keine Auswirkungen hätte. Ich bin auch kein Wetterfan. Manche spielen gerne im Schnee, ich nicht.
Okay. Bin ja froh, dass wir es geschafft haben mit Bürger nicht schwer, aber nicht schwer ist auch zu leicht. Ich glaube, da haben sie auf jeden Fall nochmal was dran gedreht. Es ist generell leichter geworden. Zum Release jetzt. Ich glaube, es funktioniert auch generell besser, wie die Leute die Dienste erreichen. Auf Asia ist schön, definitiv. Mal ein paar Palmen und so ist was anderes, nicht? Da kann man sich noch mal ein bisschen anders ausleben. Auf jeden Fall. Ja, hier ist ein bisschen zu viel Palmen, glaube ich. Obwohl, hat halt was. Ist halt das Palmenviertel, nicht? Letzte Chance zum Kauf. Schneeschipper. Aber ich habe halt mit Asien, mit Schnee hatte ich das erste Let's Play angefangen. Das Problem war, es gab einen Tag, der irgendwie mit 8 Grad da reingehauen hat. Dann waren alle tot. Und für einen Tag baue ich keine Heizkraftwerke, die 99% der Zeit rumstehen und mit Arbeitern befüllt werden müssen. Deswegen habe ich es dann einfach in diesem Let's Play hier weggenommen, weil es wenig Sinn gemacht hat. Ich finde auch, einen Tag in Asien ohne Wärme kann man, glaube ich, auch mal überleben, oder? Aber nicht in diesem Spiel. Okay. Wir müssen aufpassen, dass wir hier genug Treibstoff hinliefern, dass das hier nicht alle läuft. Weil ich glaube, aktuell läuft das langsam nach und nach leer, weil die natürlich hier schneller ranfahren, als wir reinfüllen. Wir haben um die 56%. Da müssen wir also dann gucken, dass das da später noch drin ist. Aber ich glaube, wir konnten den innenstädtischen Verkehr stark reduzieren, dadurch, dass wir die Autobahn jetzt forcieren, nicht? Dass die hier durchfahren müssen und nicht mehr diese Hauptstraße hier benutzen. Nur noch die wenigsten fahren jetzt schon durch die Stadt. Und das macht viel aus. Ihr habt Treibstoff. Ihr habt Treibstoff. Ihr habt Treibstoff. Ihr habt Treibstoff. Wir müssen das alles mal kontrollieren. Nicht, dass hier ein Problem irgendwo auftaucht. Die Tankstelle ist auch wieder voll. Die nicht. Okay. Die ja. Die auch. Okay. Aber wenn nicht, müssen wir da mehr Fahrzeuge auf die Linie packen. 57, okay, scheint stabil zu sein. Hier ist auch noch voll, Bitumen ist auch da, hier sind auch Arbeiter drin. Uns fehlt das Öl. Ich würde 2 Ölquellen noch dazu packen. Dann haben wir da Ruhe wieder. Da, Öl. Wie hast du das gemacht, LKW-Verbot für die City? Noch gar nicht, ich habe einfach nur die Linien erzwungen über diese Wegpunkte, so dass sie hier langfahren müssen, und dann suchen sie sich natürlich den schnellsten Weg, der über die Autobahn führt, automatisch. Also einfach hier in der Route den Wegpunkt genommen und dann fahren die unterirdisch die Autobahn entlang. Und dieses wunderschöne Autobahnkreuz, ich finde es gar nicht so schlecht, ist nur, man, wenn man mehr Platz hat, nicht, dann kann man das auch natürlich eher wie einen Stern aussehen lassen. Dann sieht es, glaube ich, noch ein bisschen besser aus. Aber das ist so das Kompakteste, was man, glaube ich, bauen kann. Und später, wenn das hier alles Asphalt ist, dann sieht es auch noch besser aus. Genau. Züge bauen wir. Wir gucken mal. Also hier sind sie fertig auf der Seite. Das wollte ich noch bauen lassen. Das können sie noch bauen. Oh, der ist nicht gebaut. Ah, ich habe doch vorhin alles im Bauen geklickt. Ah, Mann. Also das nervt, dass manchmal so Kleinigkeiten einfach nicht erwischt werden beim Anklicken. Und dann wird es nicht gebaut an der Stelle. Okay, aber sie sind ja eh am Tunnel hier dran, die ganze Zeit am Werkeln. Von daher, das braucht lange genug, glaube ich. Da haben wir nichts an Zeit verloren. Okay. Man
Man kann Wegpunkte in Linien einbilden. Gut zu wissen. Wo gibt es die Wegpunkte hier? Die sind, wenn du auf Verkehrszeichen gehst, hier unten links die Wegpunkte setzen. Finde ich auch nicht nur, also, dass sie praktisch sind. Sie sehen auch noch gut aus, finde ich. Es gibt, glaube ich, auch andere Skins dafür natürlich. Deutsche und so. Amerikanische. Kann man sich ja alles irgendwie runterladen im Workshop. Aber ich finde die Standard-Dinger schon einfach, geben auch so einen Flair von Autobahn halt rein. Deswegen mag ich die sehr. Und habe die so an einigen Stellen halt dann auf der Autobahn, nicht? Es ist ja einfach nur eine Doppelstraße. Ansonsten, wie du die LKW noch aus der Stadt raushalten kannst, das können wir hier auch noch kurz besprechen. Du kannst entweder die Straßenschilder LKW-Verbot aufstellen. Lieferverkehr darf immer ranfahren, wenn es keinen anderen Weg gibt. LKW verboten außer Lieferfahrzeug. Oh, warte mal. Ich glaube, dann darf gar keiner ranfahren, dann finde ich keine Route. Das wäre dumm. Ja, aber dann kann man das hier nehmen, wenn man was machen will. Ansonsten gibt es hier das Straßenschild Stadt aufstellen. Und dann macht man alle Ausgänge der Stadt dann später, zum Beispiel hier bei den Ausfahrten, nicht? Dann würdest du sagen, hier geht die Stadt los oder so. Hier geht sie los, hier geht sie los, hier geht sie los. Machst du denn an allen Ein- und Ausgängen? Und dann wird das ganze Gebiet ein Stadtgebiet und dann gelten da andere Verkehrsregeln, als sie ohne Stadt gelten würden. Also schnellere Geschwindigkeiten, die können hier, wenn das eine Asphaltstraße ist, dann auch 120 in der Stadt fahren, solange du kein Stadtschild hast und, und. Ganz viele Kleinigkeiten, die aber viel ausmachen können. Unter anderem fährt zum Beispiel kein starker Lieferverkehr durch eine Stadt, soweit ich weiß, automatisch und nimmt eher die Route drumherum, wenn dann möglich. Oder findet keine Route mehr im Zweifel. Muss man immer so einen Blick drauf haben. Und ich muss hier unbedingt einen Blick drauf haben auf die Tankstellen. Die sehen jetzt gut aus. Die hier machten mir noch Sorgen, wird aber voller, denke ich. Das war, glaube ich, jetzt die Umstellung, dass die erstmal die neue Route fahren mussten, dass da kurz leer gelaufen ist. Hier ist auch voll. Okay, ist nur noch die eine. Alles klar. Ne, dann passt es ja. Sehr schön. Ich meine, das ist doch die stärkste frequentierte, davon abgesehen. Neue Hubschrauber verfügbar. Und ich würde sagen, wir planen jetzt. Wir haben umgestellt, dass wir mehr Geld kriegen. Wir müssten jetzt weniger importieren. Da bin ich mal gespannt. Das sollte sich dann im August das erste Mal bemerkbar machen. Ich spule mal vor bis August. Und ja, man sieht schon, 283.000, 284.000. Wir nehmen ordentlich Geld ein. Wir müssen es jetzt ausgeben, ausgeben, ausgeben. Bis zur nächsten Folge.